Nach einer Übernachtung in Santiago fahren wir am anderen Morgen zum Busbahnhof. Von Santiago aus fahren wir alleine, also ohne Begleitung durch einen Reiseleiter, mit dem öffentlichen Bus in Richtung Süden. Unser heutiges Ziel ist Talca, die Hauptstadt der Region Maule. Dort werden wir schon von Frank Holl, der mit seiner Agentur Costa y Cumple Tours hier in Talca ansässig ist, erwartet. Unser Gästehaus für die Übernachtung vor und nach dem Trekking, die Casa Chueca, liegt ca. 6 km außerhalb von Talca. Die Casa Chueca liegt in einer wunderschön begrünten Anlage. Eben, ja, es ist seine Aufgabe zu laufen. Er soll für die Pferde zuständig aber es ist sein. Aber so. wenn jemand mal was ich bin, ist es natürlich, natürlich, natürlich. Wenn jemand völlig geschwächt ist, könnte man eben natürlich, ja, die Variante ja, auch. Ne? Ja, ja. Zum Abschluss der Vorbesprechung unseres Trekkings teilt uns Frank dann mit, dass es morgen sehr früh losgeht. Um 7 Uhr werden wir nach Vilches, dem Ausgangspunkt des Contour Circuit, auf 1100 Metern Höhe gelegen, fahren. Unterwegs begegnen wir unserem Cowboy mit seinen Backpferden, der auch nicht mehr weit vom Ausgangspunkt entfernt ist. Der Contour Circuit ist noch ein richtiger Geheimtipp. Wer Wildnis pur sucht, ist auf dem weitgehend unbekannten und dennoch spektakulären Rundweg genau richtig. Nachdem es unterwegs keine Hütten gibt, muss die komplette Ausrüstung mitgenommen werden. Wir werden von einem Cowboy mit seinen Pferden begleitet. Die Ausrüstung wird von den Pferden transportiert, sodass wir letztendlich nur unseren Tagesrucksack tragen müssen. Ja. Einer, du fehlst auch das vorher nachher wild. Ja, komm. Macht er bestimmt. Einmal. Wie ist die Stimmung? Ja. Gut? Sehr gut. Bitte. Sollen wir los? Ja. Dann? Da lang, diese Richtung. Kriegt von da hinten kaum Antwort. Circa 8 Stunden werden wir heute unterwegs sein und dabei 750 Meter im Aufstieg und 800 Höhenmeter im Abstieg hinter uns bringen. Der erste Abschnitt führt durch das Naturreservat Altos del Lircay, das zu den schönsten Wandergebieten Chiles gehört und zugleich den Zugang zu spektakulären Bergtouren eröffnet. Es beeindruckt mit alten Südbuchenwäldern, verschiedenartigen Vegetationszonen und traumhaften Ausblicken auf die Hochkordillere.
genau, die kichern so, ja. Er denkt sich, ich bin jetzt ein chilenischer Specht. Da unten stehen die deutschen Schluckspechte. An dieser Weggabelung gehen wir heute nach rechts und werden dann am letzten Tag von links wieder hier ankommen. Am frühen Nachmittag sehen wir dann von hier aus erstmals unser Ziel, den geköpften Vulkan, den Descapezado Grande. Auf der unter uns gelegenen Aussichtsplattform werden wir jetzt Picknick machen und danach in die Schlucht des Rio Claro hinabsteigen. Die heutigen Flussdurch- bzw. Überquerungen sind zum Glück noch alle mit den Wanderschuhen möglich. Unser heutiges Tagesziel im Valle Venado kommt immer näher. In Kürze werden wir unseren Lagerplatz erreichen. Der Blick nach unten auf Beine und Schuhe zeigt, dass es heute ganz schön staubig gewesen ist. Nach dem Aufbau der Zelte machen wir dann zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem Lagerleben. Nur, dass wir dann zwischendrin nochmal wieder heftig drauf müssen. Ja, ja, das könnte, ne, das weiß ich. Muss mal, ich bin im Sommer jetzt hier noch nie im Regen gewesen. Ja. So, das kommt jetzt auf den Tisch. Achtung. Ja. Platz ist da. Voilà. Sehr schön. Ja. Nach der ersten Zeltnacht werden wir vom Papageien geweckt. Unser heutiges Tagesziel ist das Basislager des Vulkans Descapezado Grande und der heißen Quellen auf 1900 Metern Höhe. Mit circa 6 Stunden liegt heute die kürzeste Etappe der ganzen Tour vor uns. Allerdings müssen wir 750 Höhenmeter überwinden. Thank you.
Nordseite vom Gipfel kann man erkennen, vom Escavisado. Ja, 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 aber der geht halt noch nach links, geht er noch weiter, wo aber dann alles nur in der Staubwolke quasi gehüllt ist. Ja. Da siehst du gar nichts. Ja. Und zweitens, du kriegst keine Luft, musst aufpassen, dass dir nicht der Staub, diese kleinen Staubkörner in die Augen fliegen und so. Aber wir warten einfach ab. An diesem zweiten Tag ist es extrem windig. Unterwegs treffen wir einige Personen, die an diesem Tag die Besteigung des Descapizado Grande geplant hatten und aufgrund der Wetterlage abbrechen mussten. Dreimal müssen wir heute mit Trekking-Sandalen den Fluss überqueren, mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad. Etappe geschafft. Abklatschen. Bei unserer Ankunft im Basislager ist es so windig, dass an einen Aufbau der Zelte nicht zu denken ist. Es bleibt also genug Zeit für ein Bad in diesem kleinen warmen Pool. Und mit genügend Steinen abgesichert, nutzen wir die Zeit auch zum Trocknen unserer Zelte. Nachdem am späten Nachmittag der Wind abgeflaut ist, haben wir die Zelte aufgebaut und genießen nun die schöne Aussicht rund um uns herum. Höhenmeter sind es von hier bis zum Gipfel unseres Vulkans.
Unser morgiges Ziel, der Descapizado Grande. Das vermute ich mal, ich wäre vielleicht gerade 2 Sekunden drauf, oder? Also ich finde, als Guide sollte er jetzt noch was dazu sagen, was wir da so sehen. Ja, was wir jetzt für einen schlimmen Aufstieg vor uns haben, durch ja, die Steine eben. Durch. Ich meine, einen Abstieg sehe ich schon, der ist dann wunderschön, aber der Aufstieg. Hallo, bin halt bei. Also dann lasst mal nicht mehr vor hier. Meinst du das? Nee, so schnell bin ich auch nicht. Wir machen nur die Spuren mit unserem Quadratlatschen. Ja, wir wollen euch ja die Hoffnung nicht nehmen, aber tatsächlich ist es dann fertig. Gerne. Tatsächlich ist mit der Spur dann immer allzu viel. Ja.
Nach ca. 3/4 des Aufstiegs kann man in den benachbarten Seitenkrater Quisabu des Cerro Azul hineinschauen. Kurz vor 13 Uhr sind wir dann alle am Gipfel, nach 2000 Höhenmetern und über 8 Stunden Aufstieg. Vor uns liegt der riesige, mit Schnee und Eis gefüllte Krater des Descapizado Grande. Plus 4 Stunden, das ist halb 2. Gar nichts. Bei meiner Tour ist das mit drin, der Gipfelanruf. Nach der gestrigen Vulkanbesteigung erwartet uns heute eine der längsten, aber auch schönsten Etappen. 24 Kilometer, 750 Meter bergauf und 1000 Meter bergab stehen heute auf dem Programm.
Nach der Mittagspause müssen wir den vor uns liegenden Pass bezwingen. Immer wieder eröffnen sich schöne Blicke zurück auf die Laguna. Vom Pass geht es dann hinab ins langgezogene Tal, bis wir auf 1600 Metern einen märchenhaften Wald erreichen, wo unser vorletztes Lager aufgebaut wird. Gleich zum Beginn des heutigen Tages steht uns ein Aufstieg von ca. 700 Meter bevor, um auf das Hochplateau Guamparo zu gelangen. Auf allen bisherigen Zeltplätzen waren wir vollkommen alleine. Unser letzter Zeltplatz ist relativ einfach erreichbar und gut ausgestattet. Viele Chilenen nutzen das letzte Ferienwochenende, sodass dieser Zeltplatz komplett voll war. Unser letzter Trekkingtag beginnt mit einem Aufstieg von 500 Höhenmetern zum En La Triado. Theorie, dass das natürlich gewachsen ist. Wie die Erde sich hebt, ja, oder gehoben hat quasi. Und dann durch den Wind das so abgeflacht wird. Erodiert. Ja. Genau. Die zweite, die inoffizielle, die kennt ihr ja schon alle, ist die, dass die UFOs gelandet sind hier, oder dass die UFOs landen. Die wahrscheinlichere. Ja, also. Circa 8 Stunden sind wir an diesem letzten Tag unterwegs. Ja, das sind heute Teil unserer Karawane.
Oberhalb der Laguna del Alto machen wir Pause und genießen die tolle Aussicht auf den Descapizado Grande und die zurückgelegte Strecke. Mit Aufschmilzen und nicht schlecht, trotzdem nicht schlecht werden. Aber der ist sogar noch in Scheiben. Wie kriegt der das hin? Nach einem letzten Blick auf den Vulkan geht es dann über 1000 Höhenmeter hinunter und hinaus zu unserem Fahrzeug am Parkeingang. Ja. Was? Nein, ich würde gerne mal rein. Bevor es zurück nach Talca geht, lädt uns Frank noch zu einem Bier oder einer Fanta ein. Während des anspruchsvollen Trekkings auf dem Contour Circuit haben wir tatsächlich unberührte Natur pur und echtes Gaucho-Feeling erlebt.